Garage räumen. Der Wagen fährt gleich aus. Ich muss doch alles stumm. Ich bin jetzt hier gerade ein bisschen in Trouble, weil ich gerade mit allem viel zu spät bin. Hallo Johannes, schön, dass du mir in der harten Zeit Gesellschaft leistest. Es wird übel werden. Hörst du mich? Okay. Na, du musst alle anderen stummen, sonst geht es nicht, sonst hören die mich anscheinend. Und da ich zu spät kam vom Kacken auf Deutsch gesagt, war das alles ein bisschen knapp gerade. Vom Prinzip, ja, alles gut, alles richtig. So, okay. Ach Gott, ich hab keinen Bock, Johannes. Was für ein Kommentator. Aber ich finde, der geht eigentlich voll. Also ich fange jetzt an. Ja, ich werde es brauchen, danke dir. Das wäre eine gute Banker geworden, hätte ich diese eine Scheißkurve getroffen. So wie jetzt eine 1 ungefähr. Jo. Wieso? Ach so, ja gut, dann ist er was. Ja. Okay, ich meine, als Banker steht schon mal eine 1, wenn auch dass das kein Highlight ist, aber mit dem ganzen Stress, den ich mir gerade selbst, ich sag mal, zugeführt habe. Na, der Alfie fährt eine 6-9 als Banker. Jo. Danke. So, okay, ich bin wieder in der Box. Jetzt kann ich erstmal ganz kurz in Ruhe den ganzen Scheißdreck mal sortieren, was ich hier gerade verhackstückelt habe. Also. Ich habe mittelschwere FPS-Drops, seitdem ich streame. Das ist meine erste Runde, ist schon mal gar nicht so cool. Also werde ich die schon mal in Mühe runtersetzen. So. Tip, 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 tip. Ach, was begrenzen wir denn auf 170 mal 175, das reicht. Mhm. Alles bereit? Dann los. Also ich bin jetzt bisher ohne Druck jede Lobby mindestens eine 9 gefahren, eher eine 8. Also, ich denke mal, wenn am Ende eine 9 dastehen sollte, das letzte Mal die Jungs weg, die halt gar keine Hobbys haben, wäre ich tatsächlich sehr zufrieden, ob man es glaubt oder nicht.
Die große Frage ist halt tatsächlich, Runde abbrechen, eine dranhängen, weißt du? Oder in die Box fahren, neuen Satz Reifen. Das ist das, was mich ein bisschen beschäftigt. Wenn halt mal jetzt eine Runde nicht klappt. Weißt du, was machen quasi? Alle vier Sätze statt einen aufgewärmten weiterfahren. Ja gut, andere Frage, wie sind denn die Zeiten jetzt? Sind wir mit der 7-1 ganz knapp, bevor wir 15. sind, oder geht's noch? Mhm. Also auch keine Zeit quasi. In 10 Minuten ist Regen angesagt, okay. Sorry, wenn ich schon erbreche, warte. Es geht gleich schon wieder los. Ich fahre jetzt letzte Kurve. Okay, easy 6. .951 P1. Ich habe jetzt .939. Alter, ich habe gerade ein Monster im Mittel- und Schlusssektor gefahren, ohne dass ich es gemerkt habe. Mein erster war so schlecht. Ja. Also gut, wir haben schon mal einigermaßen schon mal nicht alles reingekackt, sagen wir es mal so. Das war ja eigentlich meine Hauptangst, wenn die Strecke so kurz ist, dass du irgendwie... Das meine ich ja, und mit einer 6-9, wenn selbst Pedreno unter Druck nur, ohne Druck nur 7 hochfährt in den Lobbys mit mir, fahren die jetzt keine 5 als Pole, weißt du? So, okay, ich cruise dann mal in der Pit Lane. Vier glatt im letzten, okay, das bin ich so kaum gefahren. Okay, eine 8,6 im Mittel, leck mich am Arsch. Okay, die muss ich erstmal toppen. Wie ist der Plan, Johannes? Gleich rausgehen, falls wir einmal abbrechen müssen? Okay. Alles fertig. Mechaniker, bitte weg vom Auto. Wir sind startbereit. Du, ich habe jetzt einfach gerade keine bessere Idee. Ist relativ simpel. Die tun sich unter Druck, glaube ich, schon schwer, mal eben eine 6-7 zu fahren. Also ich glaube, dass das echt mal schon mal nicht schlecht war gerade.
Ja, aber genau jetzt leider mir die Eier, dass ich bis nach Dortmund höre. Langt wahrscheinlich für meinen, oder? Egal, Alvi soll nicht mein Gegner. Muss man auch mal zu sagen an der Stelle. So, Johannes, ich fange wieder an. Alvi 923, okay, es ist knapp. Okay, let's go. Ich hab's leider gejoked. 0,7 vorne nach dem Mittel, am ersten. Scheiße. Die abbrechen, die direkt dranhängen, was meinst du? Wenn ich die jetzt dranhänge und die trotzdem. Wenn ich jetzt dranhänge und breche die ab, habe ich trotzdem. Hä? Ich habe aber nur 70% ERS. Dann lieber die letzte früher angefangen, die abgebrochen, oder? Auch scheiße, Mann. Ich hatte einen geilen ersten. Dann haben die Eier geklimpert. Hm? Warum hat er ein bisschen gejoked? Okay, 7098 95 93 92 00. Ach Gott. Alter, Kinchi ist eine 5-7 ersten gefahren. Und ich bin da eine 664 gefahren. Ah, fuck you. Hä? Hm, ich seh's gerade. Das einzige, wo ein bisschen Luft ist, ist so zur P7, P8, die sind noch bei einer 0. Das ist dann, wenn es so knapp ist, mit 3 Zehntel noch relativ viel. Mit 1,5 Zehntel, das hat halt gar nichts zu heißen. Wir erwarten in etwa 10 bis 15 Minuten Regen. Ja, ein bisschen habe ich noch. Okay, ich fahr raus. Fertig, bereit. Jupp, ich seh's. Ich sehe keinen McLaren bei mir schnell. Der ist in die Box gegangen. Ja, ja, der war in der Box. Der Haas, ja. Und dann der Aston. Ja, der ist fertig jetzt. Okay. Ja, gut, ich probier's nochmal.
hab den letzten ein bisschen gejoked, aber es reicht für P2. Erstmal. Ah, scheiße. Die scheiß Eier wieder. Eins sogar. Scheiße. Ja. Ach scheiße, Mann, diese scheiß Eier. Ja, nee, es ist eine geile Zeit unter Druck, gar keine Frage, aber scheiße. Fuck, Mann, das reicht eh nicht. Die fangen jetzt alle an, oder? Alfie Butcher hat aufgegeben. Oh, ouch. Ach, fuck, er hat sie. Warte, Petreno ist... ouch, da kommt was. Da kommt richtig was. Das gibt Paul. Das gibt Paul. 595 und 850 ist schon... Okay, Juice ist halt mit einer 791. Mein letzter Mann, scheiße. Ja, klar. Im Vergleich zu 18 wie ein Monster, ja, kann man nehmen. Wobei ich muss sagen, die 8-1, ne, das wäre bei mir fast meine PB. Ich war jetzt weniger als ein Zehntel an PB dran. Also ich sollte einfach mal mich nicht beschweren. Und das Schlimme ist, ich hätte die PB auf dem Lenkrad. Also wenn man sich nochmal richtig konzentriert, geht doch nochmal ein bisschen was. Okay, hier sind gerade 3 gejoint und 4 gegangen und 6 gekommen. Ich bin mal gespannt, ob es eine Neustadt gibt oder ob wir so jetzt anfangen. Was ist mit der für Reifen? Scheiß Käseköpfe. Die abgefuckten. So, okay, wir machen das. Nee. Du kommst vom DS nicht raus. Ein Crash steht drinnen und du wirst auseinandergenommen. Das ganze Rennen lang. Das macht zumindest für mich momentan keinen Sinn. Warte mal, das ist jetzt quasi schon fast rum, weil die Zeit schon abläuft. Ich habe jetzt Hard Medium und mach das jetzt einfach, Johannes. Ohne viel Taktik gefotzt, du. Nee, brauchst du nicht. Ich nehme jetzt mal 0,5 mit, weil ich Angst habe. Aber das war's auch. Alright. Okay, 6 Sekunden geht's los.
Also Juice fährt viel weniger Flügel als ich. Juice? Ja, ich hab 70, aber alles gut. Yep. Gibt es irgendeine Strategie, die wir machen können, weil ich einfach gar nichts dafür vorbereitet habe? Okay. Wir können jetzt das DRS versenden. Der ist verfügbar. Juice hat eine gute Pace, muss man einfach mal so sagen. Das ist gar nicht mal so langsam. Der Abstand zum Teamkollegen beträgt 6,5 Sekunden. Irgendwelche ERS-Stände hinter mir? Bin ich mit 70 quasi noch gut bedient, mit 65. Juice, ERS, siehst du das irgendwie? Oder braucht er gar keins, um da vorne so doch
Hör mal, so viel Druck zu machen. 90. Puh. Zwölf. Dein Vordermann hängt dich allmählich ab. Dreiundzwanzig hinter rechts. Hast du was von Juice gesehen? Du verlierst ein wenig Zeit gegen deinen Hintermann. Gib weiter Gas. Er ist von den Leuten drumherum. Okay.
Okay, alles klar. Von der Strategie schlägt ihr mir vor Boxenstopp Runde 21. Bist du irgendwann mal irgendwas da davon gefahren? Okay. Sind wir bis P10 ein Rattenschwanz? Okay. Ich liebe F2. Bin jetzt bei 81. Warte. 17. Ich habe manchmal das Gefühl, dass ich sogar schneller könnte als Schuss, aber da vorbeizufahren bringt mir, glaube ich, gar nichts. Jo, ich weiß. Aufgeladen. Wir sollten die Überholtaste öfter einsetzen. Gelbe Flagge. Sei vorsichtig, wir vermuten, dass du bald etwas an Grip verlieren wirst. Siebenundneunzig. Ich bin voll. Habe ich jetzt gerade, ja.
Ja, ich guck schon zurück, weil das wird alles ein bisschen enger langsam. Runde 17? Wieso? Unser Abstand zum Teamkollegen beträgt 7,8 Sekunden. Macht's denn aber nicht mehr Sinn, dahinter zu bleiben und dann eben das ERS, was ich habe, zu drücken? Die müssen ihre Reifen warm fahren. Ich frag nur. Weil das kostet mich viel ERS-Einsatz. Ich bin da. Ich mach das, alles gut. Aber ich. Ich guck, wie nah ich dran bin, okay? Ob das mit überschaubaren Einsatz geht. Okay, meine Reifen gehen langsam in den Arsch. Das wird gerade eher schlechter als besser, Johannes. Ich bin gerade eher froh, dass ich DRS habe, ehrlicherweise. Volle? Ja, ich habe jetzt noch 50. Was Problem ist, du musst halt immer vordrücken, ne, wenn die hinten knapp sind. Ich muss sagen, dass man wenig Flügel mehr ist, gerade im Infield ein bisschen wehtut. Ja, ich sehe es, ja. Also Ruben weg und Alfie 5 Sekunden schon mal. Okay. Dann kann ich Alfie auch machen lassen, was er will quasi. Der ist eh eine Nummer größer als ich, was das angeht. Also ich habe jetzt... ich guck gerade, warte, ich bin hier gerade mit 12 Knöpfen beschäftigt. 52 hinten rechts. Wir müssen noch zwei, drei Runden gehen, sonst kommen wir mit Medium nicht hin. Weiterfahren.
Julzeit hat Ruben ungefähr verloren. Also ist er aus dem Rennen oder war das nur ein bisschen? Okay. Okay, der Duncan geht in die Box für Soft. Die Frage ist jetzt nur auf Duncan festlegen oder gehen alle? Wir sollten auch die Runde gehen, richtig? Ich mach das, was Juice macht. Okay. Bestätigt. Du kannst am Ende dieser Runde reinkommen. Das ist perfekt gelaufen. Wir sind stolz auf dich und die Crew. Das war unser letzter Boxenstopp. Keine Boxenstopps mehr geplant. Ich hab 25, ja. Wir holen den Wagen vor uns ein, aber vergiss nicht, dass diese Reifen bis zum Schluss durchhalten müssen. Mhm. Ich brauch 3 pro Runde. Mit neuen Reifen ist mein Setup stärker als das von denen. Aber mein Verschleiß ist höher, beziehungsweise wenn der Grip nachlässt, merke ich halt die weniger Flügel. Ich habe 35 oder so. Mach dich bereit, mit DRS zu überholen.
Okay. Ich bin jetzt bei 38 genau. Gut, Alfi wird jetzt erstmal wahrscheinlich Randale machen, oder? Okay. Jetzt fängt es an, glaube ich, hässlich zu werden gleich. Und es bringt mir nichts. Ich habe 44%, Johannes. Die machen mich fertig. Und die fressen mich dann einfach nur auf. Einen Fehler habe ich in der PlayStation F1 gemacht. Problem ist halt, egal was du machst in dem Train mit solchen Idioten, du kannst es nur falsch machen. Thank you.
Irgendwelche ERS-Stände bitte. Okay. Der Abstand zum Teamkollegen beträgt 13,5 Sekunden. Das meinst du vorbeigehen, weiterhin kein ERS drücken, aber die Wahrscheinlichkeit, dass wir gefickt werden, ist halt sehr hoch, ne? Weil im Moment hat er kein hohes Tempo, das macht er aber extra, wenn du mich fragst. Was soll ich machen? Vorbeifahren? Johannes. Klasse Manöver. Bei dir sieht das so einfach aus. Ich glaube, die Race Pace ist echt sexy, die ich habe. Der S fickt halt alles, ne? Ich sehe es gerade, ja. ERS-Stände. Okay, ich bin bei 56. Ich sehe nur, wie alt das Tableau umswitcht.
5 Runden kommen wir mit dem Benzin noch aus. Das war knapp. Uiuiui. Mein Heck lässt mich im Stich. Etwa 2 Runden kommen wir mit dem Benzin noch aus. Same. Batterie leer lutschen. Das ist deine letzte Runde, die letzte Runde des Rennens. Ruhe.
Johannes? Fuck, Mann! Fuck, Mann! Ja, Mann! Puh. Geil, Alter. Danke. Ja, Mann! Fabi, wenn du zuschaust, fuck you. Oh. Fuck, vielen Dank. Ja, Mann. Alter, die Pumpe rasselt gerade, dass gar nichts mehr geht. Alter. Ich habe gerade mal F2 gewonnen, Kollege. Ja, Mann. Ach, geil. Fuck, ist das geil, Mann. Ja, Mann. Krass, das hätte ich nicht gedacht, ohne Scheiß. Die war brutal, ne? Also, das hat mich auch besser gefühlt auf dem Medium. Ja, aber, ich glaube, dass Juice mehr zu kämpfen hatte als ich. Also, vielleicht wäre es gegangen, aber scheiß ja auch vielleicht. Er hat das scheiß Ding gewonnen. Fuck, Mann. Geil. Ha. Ah, oh, geil. Ah, Johannes, jetzt mach ich mir erstmal ein eiskaltes Bier auf, das darfst du mir aber glauben. Ich danke dir, ich werde mich Montag revanchieren. Vielen Dank. Ich mach das Ding jetzt aus, vor mir irgendwas Dummes einfach nicht die nächste Strecke direkt Öl. Als nächstes kommt Saudi. Können sich auch mal anziehen, die Brüder. Die kann ich wenigstens. Fuck, Alter, ist das witzig. Geil, Mann. Okay, Johannes, tausend Dank. Bis dahin. Setup habe ich reingepostet. Probier's mal. Allah, danke nochmal. Bis dahin. Tschüss.